Einen wunderschönen guten Tag hier in der Filmlounge zum Trailer und zur Review von Victoria, auch in unserem deutschen Filmpreis-Special. Lola steht ja neben mir und im Film geht es um Victoria, die ist aus Spanien gekommen, lebt jetzt in Berlin, hat noch nicht so richtig den Anschluss gefunden, lernt bei einer Partynacht 4 Jungs kennen, unter anderem auch Sonne und man quatscht ein bisschen, man verbringt ein bisschen Zeit und als sie sich so langsam ein wenig näher kommen, stellt Sonne fest, dass er jetzt noch einen Coup mit seinen Kumpels erledigen muss und dafür bräuchten sie Victoria als Fahrerin. Was erstmal nach einem total coolen Abenteuer mitten in der Nacht klingt, wird aber dann doch noch tatsächlich zur absoluten Zerreißprobe. Wie das Ganze aussieht, das seht ihr hier im Trailer. What's your name? Victoria. My name is Sonne, nice to meet you. Yeah. That's Boxer. And that's Blinker. You're a Berlin guy, then. I show you our world. Are you stealing? You touch my ass. Say sorry. I'm sorry. With a heart. Sorry. I have to do Boxer a favor. It's something bad to do? Boxer! The car is not going on! The car is not going on! I want to go with you. Was ist das für eine Scheiße? Sie spricht kein Deutsch? Bad guy, okay? Mann! Boxer, was ist das für eine Scheiße, Mann? Hey, Ruf auf, hey, Boxer! Nobody talks in Germany in the elevator. It's forbidden. I'm gonna break the rules. I'm gonna break the rules. I'm glad to be here in Berlin. Was im Trailer vielleicht gar nicht direkt so deutlich wird, dass wir hier wirklich einen Film sehen, der als eine einzige Plansequenz gedreht wurde und dementsprechend quasi im Jahr 2015 der deutsche Birdman ist, nur mit dem Unterschied, dass bei Birdman ja noch geschnitten worden ist, in diesem Fall wirklich nicht. Es ist eine einzige Szene, die wir sehen. Das macht es auf jeden Fall spannend, sich den Film anzuschauen. Man stellt aber auch fest, dass dadurch auch dramaturgische Lücken entstehen. Um direkt mal einen anderen Vergleich noch zu bringen, einmal eben zu Birdman oder auch der Before-Trilogie von Richard Linklater. Dort passiert ja auch vieles in Echtzeit und wir merken eben auch, da sind nur Dialoge, es wird viel gequatscht und da merkt man auch direkt so die erste kleine Schwäche bei Victoria. Um in die Geschichte reinzukommen, um auch Victoria kennenzulernen, brauchen wir auf jeden Fall extrem lange. Das ist auch durchaus nachvollziehbar, dramaturgisch gesehen, denn irgendwie muss sie ja Vertrauen wirklich in diese Jungs haben, dass sie nachher mit denen diesen Coup überhaupt machen möchte. Was nur ein bisschen schwierig ist, wir kommen nach einer Party nach Hause, man versteht nicht so richtig, warum sie von diesen vier Gestalten fasziniert sind. Also ich hätte jetzt eher so als kleines, süßes, gebrechliches Mädchen ein bisschen Sorge gehabt. Und das ist dann eben so ein kleines Problem am Anfang, man kommt unglaublich schlecht in diesen Film rein. Dennoch muss man wirklich großes Lob aussprechen, dass die Kameraarbeit sensationell ist, man sieht nichts davon, dass der Kameramann irgendwo mal im Bild ist oder mal ein Schatten. Also wenn man genau darauf achtet, man sieht nichts. Und das ist wirklich fantastisch, denn das ist ein absoluter Kraftakt, zu sagen, okay, ich bin in so vielen verschiedenen Locations und der Kameramann, der ist immer irgendwie da und die Schauspieler wissen auch, okay, wir improvisieren hier, wir haben nur 12 Seiten Skript. Eine absolute Sensation beim Film, der 2 Stunden 20 geht und wir müssen viel improvisieren. Wir machen viel irgendwie einfach jetzt so on the fly, weil wir in unseren Rollen sind. Das ist wirklich auf den Punkt toll, auch eine schöne Atmosphäre, toller Score. Leider merkt man eben, wenn wir jetzt eine Strecke absolvieren müssen, ne? Also diese müssen jetzt von A nach B, dann hat man einfach einen Hänger. Das heißt, es sind so 3-4 Minuten, da sitzt man zum Beispiel im Auto, man versucht auch irgendwelche Dialoge voranzutreiben, die sind dann aber eher wirklich sehr simpel, als dass sie jetzt die Figuren noch deutlicher in Fokus stellen, da hängt es halt immer wieder. Ein normaler Film würde halt sagen, sie steigen ins Auto, sie fahren los, sie kommen an,
eben Schnittarbeit. Das geht hier nicht. Insgesamt ist es schauspielerisch aber wirklich auch auf extrem hohem Niveau. Allerdings habe ich persönlich also Probleme mit den Jungs. Jetzt nicht, weil sie so ein bisschen assi sind, sondern mir fehlt so dieser Sympathiefaktor. Und ohne Sympathie kann man halt Figuren nicht ins Herz schließen. Und wenn ich halt Sympathien zu Figuren habe, dann ist es auch in Ordnung, dass die manchmal ein bisschen Quatsch erzählen. Das ist eben auch noch eine Schwäche. Nichtsdestotrotz, und das ist sehr, sehr faszinierend, schafft der Film in der zweiten Hälfte dennoch einen richtigen Sog zu erzeugen und man ist dann irgendwie doch dabei und es ist spannend und auch wenn sie ganz viele Entscheidungen treffen, die völliger Bullshit sind, bleibt man irgendwie dran und es ist ein sehr interessantes Filmprojekt geworden und alleine deswegen möchte ich diesen Film auch weitaus höher bewerten, als er mir jetzt vielleicht vom Unterhaltungsfaktor am Ende gefallen hat. Denn es ist saumutig, es ist toll umgesetzt worden und 3 Monate zu proben, um eine Nacht diesen Film zu drehen, also sie haben 3 Anläufe gebraucht, der dritte ist es dann geworden, muss man sagen, auch bei der schauspielerischen Leistung ist es wirklich ein sehr sehenswerter Film geworden, der eben die ein oder andere Schwäche hat und nicht 100% genau funktioniert, aber für den Mut gebe ich auf jeden Fall noch einen Sonderpunkt und bin dann tatsächlich, auch wenn es sich jetzt vielleicht kritischer angehört hat, hat am Ende bei 8 von 10 Punkten und ich kann mir sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass eben nicht nur bei den Oscars eine Plansequenz gewinnt, sondern auch dieses Jahr bei den Lolas beim Filmpreis. Bin gespannt, aber 8 von 10 Punkten für Lola, für Victoria. Für die Lola natürlich die volle Punktzahl. Wer jetzt aber noch mehr sehen möchte von nominierten Filmen zum Filmpreis, verlinke ich euch hier mal die Review zu Zeit der Kannibalen. Das ist auch ein Film, der ebenfalls nominiert ist zum besten Film. Oder das letzte I Heart Film. Warum weinen wir eigentlich bei Filmen? Gibt es hier unten rechts. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald wiedersehen hier in der Filmlounge. Sehen wir uns bald wieder. Macht es gut. Ciao und adieu.